Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich. Heute haben wir Sonntag, also bei uns ist heute Sonntag. Eigentlich wollte ich euch ja gestern mitnehmen, am Samstag, aber meine Laune war leider danach nicht mehr so gut und deswegen habe ich beschlossen, nicht zu vloggen. Ja, ich meine, ich weiß, ich will immer eigentlich sehr authentisch und realistisch sein, aber wenn es einem nicht so gut geht, dann kann man auch jetzt nicht in die Kamera reden und sagen, hey, hi Leute. Und natürlich gibt es schlechte Tage, die gehören zu uns dazu, aber ja, ich konnte da einfach nicht jetzt mich rausziehen und deswegen habe ich gestern nicht gevloggt. Heute filme ich das allererste Mal in 4K. Ich weiß nicht, wie das ausschauen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt beim Schnitt dann. Ja, ob das jetzt der beste Tag ist, um 4K zu filmen, wenn ich da so einen super tollen Pickel habe, I don't know, deswegen machen wir das so. Ja, ich bin jetzt im Büro, wie ihr sehen könnt. Ich muss nämlich jetzt noch das Voice-Over für das Nägel-Video machen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht und das werde ich jetzt machen. Und danach schauen wir mal, was wir den heutigen Tag noch machen. Ich lasse es mal offen, was wir heute so machen werden. Natürlich ganz normaler Familiensonntag. Wir werden dann zusammen noch frühstücken und beziehungsweise brunchen, ist schon ein bisschen später, nicht mehr so ganz früh. Aber ja, ich werde, wie gesagt, mich jetzt hier mal kurz ein bisschen auf mein Video einschießen, um das fertig zu machen, weil so ein Voiceover, das dauert ja nun mal. Das Video hat jetzt, glaube ich, an sich so um die 13 Minuten, aber wenn man ein Voiceover aufnimmt, dann dauert es leider ein bisschen länger, bis man die richtigen Worte findet und so weiter. Und ja, ich habe mir gestern, habe ich das schon gesagt? Ja, ich habe schon gesagt, oder? Ich habe mir gestern diese SD-Karten gekauft. Ich habe mir zwei davon, also eine steckt gerade in der Kamera. Und heute gibt es das erste 4K-Video. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, weil ich habe eine ganz normale SD-Karten gehabt. Ich zeige euch mal. Die da, also ganz normale. Das ist genau die gleiche, nur halt von der Leistungsstärke ein bisschen niedriger. Und die ist halt speziell für 4K-Videos und ich bin echt gespannt, wie das ausschaut. Ob da jetzt so ein krasser Qualitätsschub ist, müsst ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr da einen Unterschied seht zu den anderen HD-Videos. Ja, lasst es mich gerne wissen. Ihr wisst ja, ich bin ja so ein Technik-Freak und ich habe ja diese 4K-Kamera mir letztens gekauft. Moment, ich muss kurz meine SD-Karte wieder reinstecken in den Slot. In meinen Computer. So, ich habe mir ja diese neue Kamera gekauft, als ich meine andere Kamera geschrottet habe. Deswegen habe ich gesagt, komm, wenn ich jetzt eine neue kaufe, dann kaufe ich gleich eine mit 4K. Ich bin ja so eine, die immer gerne was Gutes hat, um auch was Gutes zu produzieren. Und deswegen bin ich gespannt, wie das ausschaut. Na gut, ich habe schon wieder ewig um 3000, deswegen hier mal mein Voiceover machen. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich euch zeigen, wie ich mir diese hübschen Nägel gemacht habe. Und zwar mit einem neuen System, mit dem Dipping Powder System. Das habe ich für mich heute das erste Mal getestet. Dafür habe ich mir dieses Dipping Powder Kit von Amazon bestellt. Infobox, ja. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich euch zeigen, wie ich mir diese hübschen Nägel gemacht habe. Und zwar mit einem neuen System, mit dem Dipping Powder System. Ich muss es nochmal machen. So, ihr seht schon, es dauert hier, deswegen werde ich mich mal hier ein bisschen nur aufs Labern konzentrieren, weil ich sehe schon, dass ich jetzt schon am Anfang reinkacke, deswegen wünsche mir Glück, dass ich schnell fertig werde. Das ist, ja. Ich hoffe, dass ich nicht länger als 2 Stunden brauche. Ein Hallo auch von mir, meine Lieben. Ich habe die Kamera von Mama geschnappt. Die Mama dreht gerade ein Voiceover. Ich habe jetzt für Frühstück vorbereitet, dabei nichts. Aber ich mache gerade, schaut mal kurz, die Kamera. Ich mache ein paar Brezel für Frühstück. Gurken habe ich noch geschnitten. Ich bin schon echt gut vorangekommen, habe schon 4 Minuten gesprochen. Also vom Video. Ja, wow. Der Papa hat währenddessen ein echt super Frühstück aufgedeckt, schaut mal. Die Kinder essen schon, die Kinder haben so zermatschte Eier mit Brot. Das ist ein Lieblingsgericht vom... Das hast du schon gern gegessen als Kind, oder? Ja, das habe ich immer gemacht. Alle Kinder haben das geliebt. Die zwei Großen essen es jetzt nicht mehr so. Also, hey, nein. Gib's runter, der Emmy. Ich habe. Ja. Ich finde es nicht lecker, Lida. Und
Und ich werde aber wieder mal mein Lieblingshummus essen. Ich esse den, glaube ich, jetzt schon seit, weiß ich nicht, 3 Wochen nur täglich. Na, 2 vielleicht, aber das ist wirklich der beste Hummus. Ein Schlückchen zu meinem Trinken. Wo? Echt jetzt? Ja. Sie war auch durstig. Super. Fika, ja. Arme Lara. Dann nimmst du halt das Glas. Gib den anderen Glas, Lara. Ich will schon ein schönes Glas. Es gibt keine mehr. Es gibt leider keins mehr. Ah, schau, das ist auch schön. Lara, mach nicht so. Mama! Ja, ist egal. Ja, die Oliven habe ich vergessen. Das ist auf jeden Fall der beste Hummus. Gehst du zum Kühlschrank? Nein. Gehst du zum Kühlschrank? Holst du mir dann die Oliven raus, bitte. Wo? Ach so, blind. Okay, das ist dein Tee. Aber es ist heiß. Oliven? Die grünen? Ich will auch mit Zucker. Wunder, ein Sitzpolster. Hat die Jenny gleich geglaubt, oder? Na, schau, deine ist am Boden. Hat sie es gestohlen, oder? Ja, sie hat ihre nicht gefunden und hat sie meine genommen. So, Lisa. Lisa liebt Oliven, deswegen kriegt die Lisa jetzt 2 Oliven. Lass das! Hey, du schüttest sie aus! Na, was hast du denn da gemacht? Komm her! Tinkerbang, ist das? So, die ganze Familie ist jetzt weg. Gegessen haben alle und ich bin wieder mit Aufräumen alleine beschäftigt. Hä? So, alle haben jetzt gegessen, die Kinder und die Mama sind alle nett. Und das heißt, alle haben sie jetzt vertschüsst und ich bleib alleine mit wegräumen. What? Das heißt, die ganze Familie ist jetzt weg. Na, wo ist die Familie weg, bitte? Das heißt, alle haben sich jetzt, Mag, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So. Ich kann nicht reden! Aber das erste Mal war es doch gut. Wirklich? Ja. Die Mama ist auch da. Darf ich diese Blumen entsorgen? Boah, du hast uns Nein, nicht mehr Blumen, lieb. Die machen Dreck. Hast du uns nicht mehr lieb? Das seid's nicht ihr, ich entsorge nicht euch. Besser wäre uns als dann die Blume. Ja, bitteschön, springen Sie ins Waschbecken, Mr. Daddy. Was habt ihr da hinterlassen, ne? Wieso ihr? Ich hab das wieder gemacht. Tja. Du bist eine von diesen Tätern. Ja, die Kinder sollen doch ihre Teller auch alleine wegräumen. Wo sind die Kinder? Ja, weiß ich nicht. Kinder! Wo seid ihr alle? Die Michelle liest jetzt. Patrick ist runtergegangen, der wahrscheinlich jetzt zocken. Achso, ich habe gedacht, Hausaufgaben. Hausaufgaben? Hat er gesagt? Ich weiß nicht, ich habe mir gedacht. Und die Lara und die Luisa? Ne, die spielen was, aber die Lara und die Luisa, da kannst du nicht viel davon verraten. Mhm. Komm, räumst du das weg? Na gut, das heißt, wie man sieht oder wie man hört, ich habe wieder die Arschkarte gezogen. Und ich muss aufräumen! Juhu! Schreibt es mal unten in die Kommentare, ob euer Mann sich auch am Haushalt betätigt. Oder vielleicht Hilfe beim Aufräumen braucht, einfach nur kurz anrufen, 0800 800 800 und ich bin sofort da. Du musst da bleiben bei uns. Wer macht denn bei uns auf? Räumt schon bei uns auf. Nein, nicht dort. Dort? Passt. Vielen Dank für die Blumen. Ich sagte, ich kack mich gerade vor Lachen ab. Der Papa hat jetzt ungefähr 30 Varianten gefilmt. Er hat immer, und keiner davon ist gut. Ja, also er ist halt wieder Vloggen-Beginner. Ja. Und er hat so oft gesagt, so meine Lieben, die Küche ist fertig aufgeräumt. Dann hat er sich immer versprochen. Und dann hat er wieder die Kamera ausgeschaut.
ausgeschaltet und jedes Mal, und ich sitze in meinem Zimmer und denke mir so, ich kann mir dieses Trauerspiel nicht mehr anhören, ich muss ihm helfen. Was hast du dir gedacht? Wie oft hast du die Küche aufgeräumt? Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, jetzt hängt er fest. Aber das ist so, wenn man mal wirklich, keine Ahnung, in die Kamera geredet hat, manchmal fühlt man sich doof, weil wir das Richtige sagen und dann verspricht man sich bei den banalsten Sachen, oder? Yeah, it's not easy. It's not easy, oh. Deswegen, ja, Papa ist jetzt fertig, hat die Küche aufgeräumt, schau da mal. Richtig brav, Geschirrspülerin schon. Ich bin mit meinem Video zur Hälfte fertig, Schatzi. Okay. Ist aber schon 15 Uhr, ich bin spät heute, aber ja, kann nichts machen. Der Papa übernimmt jetzt wieder. Und was machst du? Was hast du geplant? Wir gehen draußen. Ist doch nicht so schön. Oh ja. Papa zu Hause ist langweilig. Geh doch raus im Garten. Machst du mit Papa draußen gehen? Mhm. Yes, Papa. Dieses Lied singt sie rauf und runter. Das ist schon Familie-Ebene. Oder ja, die Lara singt sie mit die Michelle. Krieg ich Kuss? Ja. Mhm. Beste Kuss. Ja, Kussa. Bei mir nichts. Küsse in Papa Küche. Okay, na ist egal. Hallo, ist der Mama zusammen? Mhm. Sehr gut. Gib mir Kussa. Wow, danke. Lara, du hast ganz schön gemacht, wirklich. So, meine Lieben, ich bin immer noch hier bei meinem Video. VoiceOver ist zwar fertig, Video ist auch schon abgeloadet, nur jetzt sitze ich bei meinem Thumbnail. Ich habe hier meine Nägel und muss sie ausschneiden. Seht ihr diesen blauen Rahmen? Das muss ich jetzt alles händisch ausschneiden und das ist eine Sisyphus-Arbeit. Da muss man nämlich richtig genau sein und da überall, ja, das so ausschneiden. Jetzt passt mir das nicht. Ich bin auch ein kleiner Perfektionist. Hat mir jetzt nicht gut gefallen. Weil ich möchte, dass es perfekt ist. Also perfekt ist, ja. Ja, leider so ein Ding bei mir. Mir muss es einfach gut gefallen. Und es muss ja bestenfalls, ja. Wie ihr seht, ist es halt eine ziemliche Viertelfutzelarbeit, kann man es auch nennen, ja. Und das muss ich noch machen, damit das Video hoffentlich heute noch endlich online kommt. Es ist nämlich jetzt schon bald 18 Uhr. Ja, damit ihr Bescheid wisst, warum das Video am Sonntag später gekommen ist, weil ich einfach noch lange dran gesessen bin. So ein Nicht-Vlog, also so ein besonderes Video, wo man halt wirklich was zeigt und was filmt, dann dauert das Filmen erstens länger, das Schneiden dauert länger und auch Voiceover und dann auch noch das Ganze danach. Ja, gehört aber dazu. Ich lieb's, aber es ist halt sehr aufwendig. Und wir wollten heute eigentlich, das was ich am Anfang des Videos gesagt habe, wir wollten heute eigentlich kleine Küken kaufen gehen, Hühnerküken. Weil kleine Küken sind wirklich was ganz Besonderes. Und wir haben gute Erfahrungen damit. Also wir haben schon öfters Küken gehabt, ich glaube schon. Oh, 3-4 Mal haben wir schon Küken großgezogen. Wir haben ja die Hühner draußen, für die Leute, die uns schon länger folgen. Und ja, die Kinder, die wachsen so schön mit diesen Lebewesen auf, mit diesen Babyhühnern. Und ja, wir wollten heute, weil irgendwie spontan haben wir uns gestern daran erinnert, dass vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, als wir Küken hatten, das war so schön. Die Lara, die hat sich so gefreut und die hat die Küken so liebevoll, ja, behütet und sie gefüttert. Und dann wollten wir halt heute nochmal welche kaufen. Ich habe der Luise auch ein Foto gezeigt von Küken und die ist richtig ausgeflippt. Aber leider finden wir nichts. Also nichts in unserer Umgebung, eher weiter weg. Deswegen, ja, leider keine Küken heute. Der Papa macht jetzt gerade Mittagessen. Also es ist so, dass er was aufwärmt, was er schon vorher gekocht hat. Papi? Mhm. What are you doing? Papa macht Mama Liga. Und ich suche noch Hühner. Papa sucht noch Küken, schaut mal. Oh, willst du ein Küken?
wäre schön, aber siehst du? Wäre echt schön, weil die Temperatur ist jetzt auch optimal. Pass auf, das macht hier Bock, Bock. Es geht nur Steiermark. Ja, voll weit weg, gell? Ja, nein. Habe ich auch selber geguckt. Bei Wilhaben? Hast du geguckt? Nix. Wilhaben hat gar keine mehr. Ja, oh, ein paar haben schon gehabt. Ja, oder? Auch noch Oberösterreich, Tirol. Tirol habe ich gefunden. Ja, das. Cool. Na gut, ich mache mal mein Video fertig. Rufst du dann, wenn das Essen fertig ist? Mhm. Papa wollte im Hühnerwahn. Essen ist jetzt fertig. Papa, was machst du? Schreibst du mit der Frau? Lass sie ruf mich an. Der Papa hat nämlich jetzt jemanden gefunden, der jetzt Küken hat. Und schauen wir mal, wenn wir Glück haben, dann holen wir heute noch Küken. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, ich bin jetzt auch mit meinem Video schon fertig und jetzt gibt es mal Essen. Wer das kennt, das ist Sarmakraut. Was ist denn mein Fokus? Das ist Sarmale, also Kraut, also in, wie heißt das? Verschiertes Fleisch in Kraut eingewickelt. Mega lecker. Ich mag nicht mehr das Essen. Wieso nicht? Das ist super lecker. Ja, das ist voll lecker. Ja, nicht alle Geschmäcker sind gleich, aber wir werden auf jeden Fall jetzt mal essen. Die Frau ruft an. Oh, oh. Kurz rein. Ja, hallo? Grüß dich, hallo. Okay, aber die sind alle gelb, oder? Nicht? Also, die haben schon Federn. So, meine Lieben, wie ihr seht, sind wir unterwegs. Wir holen jetzt die Küken. Wir haben 4 bestellt, oder? Ja. Und wir müssen dafür über 100 Kilometer sogar, oder? 100. Irgendwas. Auf jeden Fall einmal die Hälfte haben wir schon geschafft. 115 pro Strecke. Okay, dann haben wir eh die Hälfte was geschafft. Wir haben jetzt nur noch 30, nein, 40 Minuten. Bis wir dort ankommen. Die 2 Kleinen haben wir dabei, die Luisa und die Lara, aber die schlafen natürlich. Und die 2 Großen wollten natürlich nicht mitgehen, die bleiben zu Hause und zocken ein bisschen, genießen ein bisschen die Zeit ohne Mama und Papa, ohne kleine Geschwister, die nerven. Und wir freuen uns schon. Erstens tut das mal richtig gut. Ich meine, andere werden sich denken, so, ihr seid ja bescheuert, wenn ihr so lange fahrt, um 4 Küken zu holen. Aber wir lieben erstens Ausflug so mit dem Auto lange zu fahren, vor allem jetzt, wo wir schon lange nirgends mehr waren. Und zweitens, das stimmt. Küken! Wir haben 4 neue Babys. Ja, 4 Babys, stimmt. Das sind braun. Schwarz. Braun? Oh, schön. Freue mich. Ja, die werden sie euch natürlich dann zeigen, wenn wir sie haben. Na, nichts zeigen. Schaut euch mal das bitte an. Wie süß. 2 sind grau und 2 sind schwarz-gelb. Oh mein Gott, ich kann nicht mal. Die sind so herzig. Mama. Willst du das sehen? Okay. Ist dir kalt? Mach mal Tür zu. Schaut mal, schau mal, Lisa. Kannst du das sehen? Kannst du es nicht sehen? Warum brauchst du Hilfe? Der Papa hat jetzt gleich eine kleine Tour hier bekommen. Die haben nämlich so einen schönen Hof hier, diese Leute, die uns die Küken verkauft haben. Die haben sogar einen eigenen Pfau. Hat er jetzt irgendwas zu ihm zugerufen? Warum der Pfau? Der Pfau wohnt hier. Aber der ist ja normalerweise frei lebend, oder? Kann man, ja, man kann auch von jetzt einen Standort drehen. Oh. Er muss sich nur eingewöhnen. Papa, die glauben. Schau, jetzt hat er wieder die gemacht. Schlau. So schön, oder? Ja. Du? Er hat auch eine Frau? Das ist ein Eier, das stimmt. Oh, das Fenster war zugegangen und ich habe das ganze Wasser. Aber das war schon aufgemacht. Die Fenster aufgemacht und jetzt war das blau. Ja. Er hat auch eine Frau und die Frau ist da irgendwo. Er hat gesagt, nur er kann hochfliegen, oder? Ja, beide. Aber mit sowas in einer Siedlung kannst du nicht, weil um 4 Uhr spaziert schon über da. Ach so, hat er gesagt? Ja, und der schreit, buah, buah. Aber die Leute sagen nichts, oder was? Nein, hier nicht. Das ist. Und der hat auch Ziegen gehabt, oder? Ja, Ziegen, ja, und die Frau hat noch nach Ziegenmilch gerochen. Ah. Ich liebe das. Das war wirklich ein schöner, ein kleiner Betrieb, also so ein kleiner, so ein kleiner Bauernhof war das, gell? Wohin jetzt? Ich weiß nicht mehr. Links, runter. Ja. War wirklich voll, voll schön. Aber es ist im Waldviertel hier. Ja.
Jetzt haben wir Ketten! Zwei weiße und zwei silberne, oder sind das? Ja. So grau-silber schauen die aus. Oh mein Gott, die sind so süß. Ich bin echt gespannt, wie diese silbergrauen, weißen da ausschauen werden. Ja. Weil normalerweise ich kenne nur gelbe Küken und schwarze Küken. Die haben gesagt, wir brauchen eine Wärmelampe. Ja, bräuchten wir tatsächlich eine Wärmelampe. Aber ja, wir haben bisher noch nie die Küken draußen gelassen. Ja. Aber wir haben sie immer drinnen im Haus. Im Haus brauchst du keine Wärmelampe. Ja, jetzt fahren wir auf jeden Fall mal heim. Bin auf jeden Fall gespannt. Mit den Küken um die Decke gekämpft hat. Der Papa hat schon mal mit Küken im Bett gekuschelt, also so ganz, das ist mal eine richtige scharfe Kurve. Scharfe Kurve. Und da müssen wir runter, seht ihr das? Also da fahren wir lang. Das ist schön, Luisa. Aha. So, wir haben jetzt ein kleines Problem. Unser beider Handys geht, also das Internet ist hier in dieser Gegend einfach nicht vorhanden. Wir haben beide kein Internet und wir wissen einfach nicht, wie wir rauskommen. Und wir hoffen mal, dass wir irgendwie instinktiv den guten Weg nach Hause finden. Der Papa meint so, nein, da sind wir nicht vorbeigefahren. Aber alles schaut gleich aus hier. Alles. Nämlich so. Wunderschön, keine Frage. Aber ich kann mir an dieser Bäume nicht erinnern. Ah, wirklich? Ja, weiß nicht. Wir haben wirklich kein Internet, das ist ja furchtbar. Da steht die ganze Zeit kein Netz. Silent Hill. Kennst du Silent Hill, Mama? Ja, na, der Hill ist ja weiß, oder? Pardon dich. Seht ihr? Kein Netz. Bei meinem Handy genau dasselbe. Toll. Was machen wir jetzt? Wir fahren. Wir fahren. Nach Müllbach. Da wohnen wir aber nicht. Nein, aber das ist nicht der Ort. Ja, und dann bleiben wir stehen und fragen wir irgendwen, oder was? Entschuldigung, Richtung Wien? Hier oder? Zurück. Ich meine, wir könnten auch hier bleiben, es ist wunderschön. Endlich geht unser Internet und wir haben uns, glaube ich, dezent ein bisschen verfahren, so um die 20 Minuten. 10 Kilometer. Ja, aber jetzt haben wir endlich Internet und jetzt fahren wir nach Hause. Was? Nehmen. Nein, wir nehmen jetzt kein Küken raus. Ich will mal sagen, die Sophie will auch eins nehmen. Leg mal kurz aus den Tischen. Damit alle schauen können. Die Sophie denkt sich so, oh, kuschel. Ja. Schaut mal bitte, wie süß. Hallo, Vorsicht. Aua, du haust dich mal an die Kamera. Die schlafen bei uns unten, oder? Nein, ich kann nicht nur gerne. Lara, aber sie müssen bei uns schlafen, weil sie macht hier Hau und gerne. Alles klar. Luisa, was? Luisa. Sie schlafen jetzt. Luisa. Ich will eins halten. Nein, Michelle, morgen in der Früh lassen wir die in den Garten. Herumpicken. Aber wenn die in das Holz kriegen. Ja, unten zu den Kindern, aber Beef, die Klappe vom Beef zu machen, damit der Beef nicht runter kann. Der Beef kannst du sowieso nicht die Pfote reingeben. Aber, stimmt, wenn man, ja. Aber wenn die warte kurz, Lara, warte kurz. Aber wenn die Küken doch in das Holz statt reingehen. Nein, Lara, die darf nicht frei sein. Die bleiben da bald im Katzenkörbchen. Jetzt so. Nicht. So, meine Lieben, die Küken sind jetzt gut versteckt. Wir haben sie jetzt ins Badezimmer der Kinder runtergebracht, damit auch niemand von den Tieren auch runter kann. Und ja, morgen werden wir sie natürlich ein bisschen im Garten freilaufen lassen und da werden wir euch mitnehmen und dann könnt ihr sie auch ein bisschen besser sehen, weil jetzt ist leider nicht so gutes Licht und ja, die Kinder sind jetzt einfach überdreht des Grauens, deswegen mussten wir das jetzt hier. Ja, dass die Küken schlafen gehen. Wir sind ja auch sehr müde. Na gut, meine Lieben, wir sehen uns dann morgen wieder. Wir werden jetzt noch was Kleines essen und dann auch ins Bett gehen, weil ja, ist schon ziemlich spät und morgen ist wieder ein ganz normaler Tag mit Hausaufgaben. Morgen muss man Schulsachen von der Michelle von der Schule holen. Und ja, deswegen gute Nacht. Wir sehen uns dann morgen. Tschüss.